Wie sind Sie zu diesem Namen Hüseyin gekommen? Mein Name habe ich von meinem Lehrer bekommen, der heißt Hüseyin Top, ist ein Hafiz, wohnt in Istanbul. Und bei ihm habe ich gelernt, was ich zu lernen hatte, bis ich dorthin gelangt bin, wo ich jetzt bin. Und er hat mich so geliebt, dass er gefunden hat, er will seinen eigenen Vornamen mir auch geben. Und darum habe ich es von ihm. Hüseyin Top Efendi hieß das, der mir den Namen gegeben hat. Das ist ein Name, der nicht eingetragen ist bei uns in der Schweiz. Das ist einfach ein Name, der mir zusätzlich gegeben wurde und den ich verwenden darf. Und woher kommen Sie? Woher ich komme? Ursprünglich komme ich vom gleichen Ort, wo Sie herkommen. Alle vom gleichen Ort. Aber Sie denken natürlich hier auf dieser Erde, woher ich komme. Ich komme aus St. Gallen, das ist im Osten der Schweiz. Ich bin dort Bürger von St. Gallen. Und ich bin dort aufgewachsen, Primarschule gemacht. Und dann sind wir umgezogen in Kanton Zürich. Und dort habe ich dann studiert und noch auch gearbeitet hier als Ingenieur. Und dann später bin ich nach Bern umgezogen, wo ich jetzt immer noch bin und arbeite für das Bundesamt für Energie. Wie alt sind Sie? Wie alt bin ich? 1949 geboren, das heißt, wie alt bin ich dann? Bin ich 62. Was genau ist Ihre Aufgabe? Meine Aufgabe in dieser, ich habe zwei Aufgaben. Die eine ist die Aufgabe, die ich beruflich mache. Das ist, ich arbeite beim Bundesamt für Energie in Bern und bin dort zuständig für Internationales. Ich arbeite vor allem für die Internationale Energieagentur. Das ist eine OECD-Organisation, wo die Schweiz Mitglied ist und dort vertrete ich die Schweiz. Und dort bin ich auch Präsident eines Komitees, das sich mit Forschung und Entwicklung befasst. Das ist so, wie ich mein Geld auch verdiene, so wie ich lebe hier. Und im Rahmen der Mevlevi, also wo ich die Funktion eines Scheichs habe, da ist eigentlich, weil ich die Funktion erhalten habe, bin ich ein sogenannter Lehrbeauftragter, das heißt, ich habe die Erlaubnis, im Namen des Ordens, des Mevlevi-Ordens, zu lehren. Ich darf die Kenntnisse, die der Orden besitzt, verwenden, um anderen Menschen das weiterzugeben. Das ist was, was ich als Erlaubnis habe, ich habe ein Zertifikat dafür, aber ich habe ja auch die Pflicht, das zu tun. Wie sind Sie dazu gekommen? Wie bin ich dazu gekommen? Das ist eine Geschichte, die nicht Vorbild ist. Also wenn ich jetzt erzähle, wie ich dazu gekommen bin, dann müssen Sie nicht denken, das sei Vorbild für andere. Es ist einfach mein Weg, mein Schicksal hat mich dorthin gebracht. Ich war als Protestant bin ich aufgewachsen. Ich war ein guter Schüler. Ich habe im Konfirmationsunterricht war ich sehr fleißig und der Pfarrer wollte unbedingt, dass ich Pfarrer werde. Und dann später, als ich Student war, kam meine Sturm- und Drangzeit. Also da stellte ich alles in Frage und ich habe gemerkt, dass aus meiner Sicht die Kirche nicht das gemacht hat, was Jesus verkündet hat. Und ich bin aus der Kirche rausgetreten und habe mich dann umgeschaut in anderen spirituellen Richtungen, im Fernen Osten, was dort auch Mode war. Also ich habe Yoga gemacht, ich habe mich mit Theosophie befasst, ich habe Zen-Buddhismus studiert und so verschiedene Dinge, die damals bekannt waren. Und dann bin ich auf den Islam gestoßen, ohne dass ich je an den Islam gedacht hätte, weil ich meine erste Frau kennengelernt habe und sie war die Tochter eines Imams. Sie wissen, was ein Imam ist? Ein Imam ist ein religiöser Lehrer im Islam. Ein Imam ist auch
derjenige, der Moschee verwaltet, sehr oft und so. Und dieser Imam hat natürlich gehofft, dass ich mich mit dem Islam befasse, gehofft, dass ich Muslim werde. Hat mich nicht gezwungen dazu. Ich habe die Frau geheiratet, habe dann im Islam entdeckt, dass mir das sehr, sehr nahe steht und bin so langsam zum Muslim geworden. Als Muslim habe ich dann noch nichts von der Mystik des Islams gekannt. Sufismus ist für mich noch kein Begriff gewesen. Erst später, ich war schon mit meiner jetzigen Frau verheiratet, haben wir uns gemeinsam dann, sind wir auf die Mystik gestoßen, haben die Mevlevi getroffen und haben das gelernt, das Sema, das Ritual des Sema, und haben gelernt, wie die Regeln in diesem Orden sind. Und dann, viel später, bin ich dann erst zum Scheich ernannt worden. Wie lange machen Sie das schon? Ich bin am Überlegen, wie lange das her ist. Auf die Mevlevi bin ich zum ersten Mal gestoßen, ungefähr in 1987, 86, um diese Zeit herum. Und dann, das war aber noch Anfänge, und meinen Lehrer Hüseyin Top Efendi, den habe ich dann in, glaube ich, 1996 getroffen. Dort hat es wirklich dann ernsthaft begonnen. Und dann war ich sein Schüler und zum Scheich ernannt wurde in 1999. Haben Sie Spaß daran? Ich habe, sagen wir mal, große Freude daran. Spaß, das Wort Spaß, ich glaube nicht, dass das richtige Wort ist, Spaß für mich. Aber ich bin sehr erfüllt davon und gedrängt auch immer darin, mich weiterzuarbeiten. Und es ist eigentlich das auch, was mir großen Lebenssinn gibt. Und darum ist es sehr, sehr zufriedenstellend, sehr erbauend und macht mir große Freude. Und hier zu sein mit euch macht mir auch große Freude und auch Spaß. Wie viele Mitglieder hat Ihr Orden? In der Schweiz kann ich das sagen, wir sind klein, wir sind ungefähr 30 Menschen, die sich ernsthaft jede Woche zusammenfinden. Also wir arbeiten ernsthaft zusammen in der spirituellen Weg. Dann gibt es ein paar hundert Menschen in der Schweiz, die uns wohlgetan sind und Freude haben, wenn wir das Sema, dieses Drehritual zelebrieren, dann kommen sie auch zuschauen oder mit uns zu sein. Aber eigentlich wirklich Mitglieder sind nur etwa 30 in der Schweiz. Aber es ist die Schweiz, und dann gibt es natürlich weltweit noch viel mehr. In Europa gibt es vielleicht, ich schätze ganz grob, in Europa gibt es vielleicht 200 Maximum, 150 vielleicht. Und dann gibt es in Amerika gibt's noch etwa, USA gibt es noch mal etwa 200 und 300 vielleicht. Und dann in Türkei gibt es auch noch mal ein paar hundert, die ernsthaft sich Mitglied nennen des Ordens. Der Orden war früher riesig, sehr verbreitet mit vielen Menschen, aber er wurde verboten in der türkischen Verfassung nach dem Ersten Weltkrieg, und darum ist er zusammengeschrumpft. Wie viele sind davon Schweizer? Hier in der Schweiz sind wir, das ist eine interessante Frage, hier in der Schweiz sind wir, praktisch alle sind Schweizer, aber ursprünglich kommt etwa die Hälfte, haben Schweizer Vorfahren. Und die andere Hälfte, das haben Vorfahren aus der Türkei oder aus Afghanistan, jemand ist aus Ägypten, jemand aus Pakistan. Also unterschiedliche islamischer Hintergrund, etwa 50-50, etwa 50-50. Und das macht es sehr interessant, weil die Menschen, die einen islamischen Hintergrund haben, die bringen etwas mit, das wir hier nicht haben. Und diejenigen, die hier geboren sind und hier den Hintergrund haben, die haben etwas, das die anderen nicht haben. Und so lernen wir voneinander. Was ist die Aufgabe Ihrer Gemeinschaft?
die Aufgabe ist eigentlich nichts anderes, als unserer eigenen Sehnsucht nachzugehen zu können. Wir alle, jeder von uns Menschen, hat in sich eine Sehnsucht, die zurück zum Ursprung der Welt, zum Ursprung der Schöpfung finden will. In der Bibel und im Koran wird das mit Paradies beschrieben. Also wir wollen alle irgendwie ins Paradies zurück. Das ist unser Drang. Und viele, viele Menschen wissen gar nicht, dass dieser Drang fürs Paradies ist und gehen dann anderen Dingen nach, weil ihr Drang sucht nach einem schönen Ort, nach einer Situation, die paradiesisch ist. Und dann versuchen die meisten Menschen, das Paradies auf dieser Welt einzurichten. Aber eigentlich ist die Sehnsucht nach dem letztendlichen Paradies, das Paradies, das im Koran und in der Bibel beschrieben ist. Also unsere Aufgabe ist es zu ermöglichen, dass jedes Individuum, das sich wohlfühlt bei uns, diesen Weg gehen kann. Und so unterstützen wir uns gegenseitig. Wir haben keine Aufgabe, zum Beispiel einer Mission. Wir sind nicht verpflichtet, Leute zu finden, die mitmachen und größer zu werden. Das ist nicht unsere Aufgabe. Oder Leute zu überzeugen, dass Islam besser ist als das Christentum oder solche Sachen. All das hat nichts zu suchen bei uns. Es ist wirklich nur, den Raum zu schaffen, die Gemeinschaft zu schaffen, in der die einzelne Suchende einen Platz hat und sich dort wohlfühlt. Wie viel Zeit investieren Sie dafür? Zuerst mal die Zeit der Gemeinschaft. Wir treffen uns jeden Donnerstagabend in Zürich-Altstetten zum Treffen. Das beginnt um 7 Uhr und hört um 9:30 Uhr auf, weil mein Zug fährt um 10 Uhr ab in Zürich. Ich muss dann noch ins Berner Oberland fahren. Das braucht noch 2 Stunden. Ich bin dann um Mitternacht zu Hause. Also das ist einfach jede Woche mal. Und dann, aber ich selber brauche eigentlich fast meine ganze Privatzeit für, nebst dem Beruf, brauche ich für diese Tätigkeit in der einen oder anderen Form. Ich habe oft Vorträge zu machen und die muss ich vorbereiten. Ich habe viele E-Mails von Leuten, die mir Fragen schicken und die kann man auch nicht einfach so husch-husch beantworten. Das sind ernsthafte E-Mails, das geht um persönliche Fragen. Und da muss ich mich hineindenken und ins Gebet gehen und so weiter, bevor ich diese beantworte. Also ich arbeite im Moment noch 70% beruflich und der Rest der Zeit ist die 30% plus noch Freizeit brauche ich dafür. Ja, wir bedanken uns für dieses schöne Interview und ja. Danke Ihnen auch. Ich habe auch Spaß gehabt. Danke.